Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. In der letzten Folge haben wir einen Chocobo gefangen und einen Chocogummi besiegt. Und jetzt schauen wir, was wir noch so zum Tun haben. So, noch keine Infos über Kampfuniform. So. Die Mierenstraße haben wir erledigt. Am Funkspass gibt es nichts. Temple Jose auch nichts. Illuminum. Kartenverkauf. Tobli veranstaltet bald eine Live-Show. Sorge dafür, dass viele Leute kommen, indem ihr ganz viele Karten verkauft. Ja. Machen wir das mal, ne? Da bin ich immer gespannt, was der für eine Show machen will. Ganz viele Karten übrig geblieben sind. Schnur, Schnur, Schnur. Komm in die Show auch, Schnus, vor. Das weiß ich nicht. Eine Show? Hier? Was das wohl werden soll? Ich kann immer noch nicht aufbrechen, nachdem ich mir Tobis Show angesehen habe. Also immer noch aufbrechen, ja. In Tobis Show soll es um Musik gehen. Ja, schön für ihn. Wo ist er denn überhaupt? Die kleine Nervensäge. So, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. But the tickets aren't selling. We'll end up with an empty house. That's like a full house with none of the people. What do you say? Will you help me sell tickets, that is? I'll cut the base price in half. Just sell, sell, sell for big, big profits. Mm, come on, Uni. Let's give it a shot. Ja, probieren wir's mal. With the Goings in charge, we'll sell out for sure. Imagine the crowds. The rest is up to you. Mission gestartet. Yay. Kartenverkauf. Sprich die Leute am Nord- und Südufer mit Viereck an und verkaufe ihnen Karten. Wird eine Karte für mehr als 500 Gil verkauft, darf man den Gewinn behalten. Zeigt Tobi die Verkaufsbilanz. Die Karten sind nicht verkaufen tun. Hm. Muss ich jetzt hier auch laufen? Oh, hallo. Wenn es um eine Show von Tobli geht, bin ich bereit, etwas mehr zu zahlen. Wie wär's mit 1000? Das ist billig, ich will eine. Viel Spaß bei der Show. Verdammt. Spiele wird in Zukunft immer mehr spaßige Dinge bieten. Auf der stillen Ebene soll eine tolle Attraktion geben. Hui. Okay, die kann ich nicht anquatschen zum Verkaufen. So, ich glaube, hier kann ich jetzt keine Karten verkaufen, oder? Keine Karten verkaufen, ich kann. Oh, da ist jemand. Hallo. Gibt es nicht irgendeinen Spaß, den man sich gönnen kann, ohne viel Geld ausgeben zu müssen? Ja, 200 Geld. Gekauft. Viel Spaß bei der Show. So, dann gibt es also hier auch noch welche. La la la. So. Ach, schau an, Gegner. Es ist ein Chocobo. Dum, dum, dum. Autsch. Okay, bis jetzt war Eis am effektivsten. Noch kurz schauen, wie Wasser ausschaut. So, Pain, warte mal bitte. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Shit.
Hit the showers. Okay, Eis. All right. Dum. Dum, dum, dum. La, la, la. Gibt's hier irgendwelche Menschen? Dort könnte vielleicht jemand sein. Nein, ein Hauch von niemand. Schade. La, 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 la. La, 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 la. Oh, hallo. Ich kaufe nur Dinge, die nicht zu teuer sind. Allzu billige Waren macht mich allerdings misstrauisch. Hm, wie wär's mit 500? Okay, ich nehme eine. Viel Spaß bei der Show. Nein, nein. Okay, gut. Das war der die letzte Person hier. Dann können wir jetzt halt alles von dieser Seite aufrollen. Hinterhalt. Oh, Juna, du musst mal unbedingt Vitra machen. Nachdem du da Eisra machst. Vitra! What's wrong, Cold Feet? Oh Gott, Juna, schnell! Du blödes Mistvieh! Nein, jetzt fragt ihr auch fast. Juna, steh auf! Ich krieg's kotzen. Weißt du, da hätte jetzt wieder die Phönixfeder langsamer durchgehen können. Schneller. So, komm schon. So, die ist voll. Stirb jetzt! Nicht quatschen, angreifen. So, besiegt. Hervorragend. Aber mal ganz kurz die Abilities überprüfen. Die Juna hat nämlich was gelernt. So, Vitra ist fertig. Vitra, okay. Erzengel hat dermaßen viel. Ich glaube, wir machen mal Weißmagie Level 2. Dann geht es ein bisschen schneller. So, Riku, du lernst jetzt. Ja, wieso eigentlich nicht? Schwarzmagie Level 2 ist perfekt für dich. Und was lernst eigentlich du? Turbsuchhaft Schallprozess auf die Truppe. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warte mal, Tobsucht? Das ist schlecht. Ja, mach mal. Ja, Retati passt eigentlich. Gut. La 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 la. La 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 la. Ich sehe schon, um alle Jobs einigermaßen auf ein gutes Level zu bringen, muss man bestimmt sehr, sehr viel kämpfen. Das wird jetzt schon spaßig. So, der hat schon eine Karte. Dann können wir jetzt zurückgehen und ans Nordufer eventuell uns begeben. Da 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 da. Da 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 da. So. Hallo. Könnte die Karte für Tobi schon nicht etwas billiger sein? 500? Gut. Viel Spaß bei der Show. Was Tobi wohl vorhat? Die Reisenden haben viel zu erzählen. Da macht es bloße Zuhören Spaß. Ja. Guten Tag. Möchtest du Karte? Nee. Je nachdem, wer auftritt, würde ich mir die Show gerne anschauen gehen. 1000?
Hast du ein Schnäppchen? Okay, ich muss ein bisschen aggressiver sein mit dem Kaufpreis. Na, wenn ich Zeit habe sollte, werde ich sie mir mal ansehen. 500? Gut. So. Ich kann immer noch aufbrechen, nachdem ich die Show gesehen habe. Ach, die hat schon eine Karte. Schnu, 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 komm in der Show auch Schnu vor. Keine Ahnung, was weiß ich. So, dann wie schaut es hier aus? Ich denke, Schnus könnte man auch anderswo einsetzen. Ja, eventuell. Haben Sie noch Karten? Ich möchte die Show so gerne sehen. Aber natürlich kaufe ich sie. Yay! Heute bin ich noch nicht auf einen Schnu geritten. Ja, dann reizt halt morgen. Keine Ahnung, was das für eine Show sein soll, aber ich kann ja mal zum Zeitvertreib hingehen. 1000. Yeah. Reiten willst du auf dem Schnu? Nee, warte noch. Kann ich jetzt eigentlich links rübergehen? Okay, da kann man anscheinend echt nicht rübergehen, ist ja voll doof. Wie schaut's von euch aus? Viel zu tun es gibt. Kümmern ich mich tue um den Schnu. Ja, wir reiten den Schuhpuff. All aboard! La 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 la. Na, ist ja cool. Und da sind wir auf der anderen Seite. Cool. Sind die Karten für Kinder billiger? Tausend? Nein! Ich weiß auch nicht, wohin ich gehen soll. Oh Gott. Das Luftschiff hat mich ganz schwindelig gemacht. Hier dreht sich alles. Tobis Angestellten, die Hyperlus, sind Ersatzmusikanten suchen gegangen. Weil das Machinaschiff arg schwankte, können wir nicht mehr auftreten. Oh. Karten für Show? Ich will wissen, ob die nun billig oder teuer sind. 1000? Oh, fuck. Das ist ja doof. Naja. Well, did you sell the tickets, I mean? We did all right. We couldn't sell them all. Spectacular! You've done this before, am I right? Right! Oh yes, before I forget. I've got to pay you your profits. Woohoo! Magieüberfluss erhalten. Well then, many thanks for your help. Oh, we're really looking forward to the show. Mission abgeschlossen. Eine neue Kostümpalette und das war Magieüberfluss. Ja. Ich weiß nicht, so begeistert von diesen Kostümpaletten bin ich jetzt nicht wirklich. So, ich möchte aber noch kurz auf die andere Seite rüberglupschen. So, right on the Schnupper. Ja, immer. Kann man es nicht überspringen. Das hätten sie ruhig einbauen können. Ah, überspringen. So, wir rideten den Schnupper. Da geht's nicht weiter. Aber da geht's weiter. Vielleicht sollte ich auch Sphärohunter werden. Nein, du wirst keiner. Vielleicht sollte ich den Affen ein paar Tricks beibringen. Ja, mach das mal. Du.
Hallöchen, wer bist denn du? Haben die denn keinen Stolz als Verwandte? Was ist da oben los? Gegner! Oh mein Gott. So. Woo. Okay. Das hielt weniger aus als erwartet. Juno ist wieder ein Level gestiegen. Schön, schön. Tada. Oh Gott. Feuer. Keine Ahnung. Vitra. You're fired. Bada. Boom. Booyah. Stirb. Gewonnen. Sehr schön. Nee, die Riku hat ein Level up. Nicht die Yuna. Mit einer alten Frau im Schlepptau konnte ich absolut nichts machen. Egal ob junge Liga oder neue Event, irgendwer sollte diese Räuber beseitigen. Hier gibt es ja keinen Speicherpunkt und ich möchte noch nicht nach Guado Salam gehen. Denn da ist unsere aktive Verbindung. Chance zum Präventivschlag. Hat der perfekt funktioniert. So, Wasra, beten. What? Du entziehst mir Lebens... Magiepunkte. Spinnst du? So, ein Antidot mal schnell benutzen für die arme Pain, die vergiftet ist. So, und dann verschwinden wir mal wieder. Schon wieder. So, MP-Absorption. Alter, lass es doch mal den Schuss. So, eins ist erledigt. Alter, jetzt geh doch mal weg von mir, du blödes Viech. So. Ja, Level 15. Woo. So, die Chimäre im Doppelpack sind ein bisschen doof. So, Feuer. Boom. Fast. Da, dum, dum. Das Ding lebt immer noch. Stirb jetzt.
done, please. Na also. So, das sollte es jetzt gewesen sein mit den Monstern erstmal. Lalalala. Lalalala. Wieso gibt es hier eigentlich keinen Speicherpunkt? Ride the Shoopuff. Ja, wir ride the Shoopuff. All aboard! Ja. Bitte einsteigen. Wow. Die Szene ist so kurz, die lohnt sich nicht mal zu überspringen. So, zum Flugschiff Celsius. Woo. Zack, wir speichern das mal. So, und hops. Was Tobi wohl für eine Veranstaltung plant? Der denkt wohl, dass wir Mädchen für alles sind. Mädchen. Ja. Noch keine Infos. So, gibt es noch eine andere Nebenmission? Donnerstöppe? Nee. Macadamia-Wald. Okay, das ist wahrscheinlich die letzte, oder? Jop. Dann auf zum Macalania-Wald. Tobis Angestellter, ein Pillow, findet nicht die Leute, die er sucht. Sollen wir ihm helfen? Ja, dann machen wir das mal. Der Macalania-Wald, ja. Ich hab ihn nicht so sehr gemocht, sagen wir es mal so. Auch wenn bei Final Fantasy X hier die schönste Cutscene drin war, die vom gesamten Spiel, finde ich. Warte doch mal, bleib... Hallo, Goldwings. Good to see you. Oh, it's Toby's assistant. Would you mind doing us a favor? What kind of favor? She's throwing a festival. Singing and dancing in celebration. We're seeking musicians for a troupe, yes. Where could they be? So you want us to help you find them? We is counting on you, Gullwings. Ja, warum nicht? Thank you. If you find musician, give them this letter, yes? Okay. Auf euch zählen wir tun. Ist jetzt die Frage, sind die wirklich hier in dem Wald oder waren das die, wo wir im Nordufer jetzt vorhin gesehen haben? Ja, das wäre jetzt die Frage. Hallöchen, du ekelhaftes Ding. Wir Guado haben uns viele Feinde gemacht. Was du nicht sagst. Unser Volk hat Guado Salam verlassen und ist über ganz Pillar verstreut. Ja, ihr seid scheiße. Sünden ist weg und die stille Zeit ist gekommen und dennoch hört für uns das Leiden nicht auf. Ja, selber schuld, wenn es um Verrückten hinterherläuft. Die wenigen von uns halten sich tief im Wald versteckt. Wir Guado haben uns viele Feinde gemacht. Ja. Ja, die Pest. So. Musikanten finden wird ja jetzt interessant. Gehen wir mal diese Abkürzung. So. Ist da oben einer? Nee, da ist eine Kiste. Wow. Surprise. Ein Silberreif. Ja, Wahnsinn. Was brachte der nochmal? Heißen. Ausrüsten. Jo, Silberreif. Wo ist er denn? Da ist er nicht. MP plus 40%. Toll. Und wir haben uns extra eingekauft.
Obwohl. Du brauchst auch MP. Von dem her ist es gar nicht mehr so schlecht. Gut, aber wir gehen mal zurück, weil die Abkürzung, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Und außerdem möchte ich kurz die Juna ihre MP auffüllen. So. Zack, dann speichern wir nochmal schnell. Warum nicht? So, dann sind wir eh schon wieder fertig mit der Folge. Dann werden wir in der nächsten Folge diese Musikanten hier suchen. Und ja, dann war's es erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao. Let's go.